Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute wollen wir uns mit was eigentlich Programmierunabhängigen beschäftigen, weil man das auch auf dem Papier machen kann manchmal. Aber wir wollen uns mit Regular Expressions beschäftigen. Regular Expressions, also kurz Regex, sind Ausdrücke, die man benutzen kann, um Strings zu vergleichen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich möchte ein Regex erstellen, ist auch wiederum ein String, aber ein spezieller String, der speziell interpretiert wird. Und den kann ich zum Beispiel vergleichen mit irgendwas anderem, also zum Beispiel Hallo oder sowas. Und um diesen String hier drin geht's heute. Das heißt, jede Programmiersprache stellt euch irgendwie ein Regular Expression API zusammen. Wir wollen uns heute einfach nur um diese Regex-Dinger kümmern. Die kann man aber komplett unabhängig wirklich von Programmiersprachen betrachten. Also da kann man auch irgendwie Automaten draus bauen oder sowas, falls ihr irgendwie mal theoretische Informatik machen wollt. Aber ja. Heute geht es um die Regular Expressions, wie sie tatsächlich in Programmiersprachen auch vorkommen. Und ja, natürlich braucht man auf dem Blatt sich nicht irgendwie so Mühe geben. Da kann man sich die ganze Sache vereinfachen, indem man irgendwie noch Indizes schreibt oder Potenzen und so weiter und so fort. Das geht hier natürlich nicht. Wir müssen das Ganze irgendwie programmieren können. Und beim Programmieren haben wir nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen. Klar, mittlerweile gibt es auch viele Sprachen, die Sonderzeichen unterstützen, aber davon können wir nicht ausgehen. Wir wollen es ja für jede Sprache lernen. Und deswegen, ja, Regular Expressions heute. Okay. Wir fangen also mal an. Wir wollen zum Beispiel eins von mehreren Zeichen haben. Das heißt, also wenn wir einfach ein festes Zeichen haben wollen, dann schreiben wir einfach dieses Zeichen hin. Das wäre zum Beispiel genau der String Hallo. Das ist auch eine Regular Expression, die uns aber sagt, der String muss fest Hallo sein. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier Groß- und Kleinschreibung unterstützen möchte, dann kann ich hier zum Beispiel einfach schreiben Groß H, Klein H. Und das besagt so viel wie, entweder steht da ein großes H oder steht ein kleines H und danach kommt A, L, L und O. Genau in der Reihenfolge, genauso wie ich es da geschrieben habe. Jetzt kann es mal vorkommen, dass manche Sprachen das hier von euch verlangen oder das hier von euch verlangen. Aber den werden wir nachher noch kennenlernen, den gibt es tatsächlich meistens. Aber normalerweise braucht man hier zwischendrin eigentlich nichts. Wenn man einfach nur eins von diesen beiden oder auch drei oder vier oder fünf oder und so weiter und so fort, wenn man auch nur einen davon haben will. Also das wäre jetzt, am Anfang steht entweder ein großes H, ein kleines H, ein A, ein S, ein D, ein F, G, H, J und so weiter und so fort. Gut, alles eine gültige Regex und in diesem Fall haben wir jetzt hier schon zwei Wörter, die auf diese Regular Expression matchen. Das wäre einmal Hallo und einmal Hallo klein geschrieben und einmal groß geschrieben. So, jetzt kann man aber auch noch mehr machen natürlich. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, okay, genau diese Buchstaben will ich nicht haben. Dann macht man so ein kleines Zirkumflex oder wie es heißt, vorne drauf. Und das verbietet sozusagen genau diese beiden Zahlen. Buchstaben erlaubt aber genau alles andere. Das heißt, es wäre jetzt nicht mehr erlaubt, das zu schreiben, aber das wäre erlaubt. Das wäre erlaubt, das, all diese anderen Dinge. Also halt nur kein großes H und kein kleines H. Die beiden sind verboten. Also das macht dieses Zirkumflex hier. Und jetzt kann ich auch noch Ranges angeben. Das heißt, ich möchte zum Beispiel sagen, jeder kleine Buchstabe kann da stehen. Also das wäre dann A bis Z. Oder natürlich A bis D geht natürlich auch. Oder A bis Q oder sonst irgendwas. Alles kein Problem. Und wenn ich Großbuchstaben haben will, muss ich das natürlich auch noch angeben. Also sowas hier. Ja, dann kann ich natürlich auch alle Groß- und alle Kleinbuchstaben machen. Also A bis Z, A bis Z. Das ist einfach wirklich jeder Großbuchstabe, jeder Kleinbuchstabe, der darf da rein. So, dann gibt es natürlich noch irgendwie ein bestimmtes Zeichen. Also genau ein Zeichen muss da stehen. Also irgendein Zeichen, ist völlig egal welches. Das macht man mit dem Punkt. Das bildet aber auch wirklich alle Zeichen ab. Also auch Whitespaces, also sowas wie Leertaste oder Tabulator oder Newline, also neue Zeile, also Enter oder sowas, das gilt da auch alles drin. Das kann man da alles mit ausdrücken. Also dieser Punkt steht wirklich für irgendein Zeichen. Auch natürlich Zahlen oder Sonderzeichen oder sonst irgendwas. Wenn ich aber jetzt, sagen wir mal, genau nur ein Whitespace möchte, also irgendwie eine neue Zeile, ein Tabulator oder eine Leertaste, dann mache ich das hiermit. Und das ist genau ein Whitespace, also das sind jetzt Sonderzeichen, ich mache die gerade mal unten drunter. Backslash S ist genau ein Whitespace, Space, daher S.
Oder Groß S, also Backslash Groß S, Achtung, hier ist wirklich Groß- und Kleinschreibung extrem wichtig. Backslash Groß S ist genau ein Nicht-Whitespace, also irgendwie eine Zahl oder ein Buchstabe oder ein Sonderzeichen. Aber halt auf jeden Fall kein Tabulator, keine Leertaste kein Newline oder sowas. Okay, dann kann man dasselbe natürlich auch noch für Zahlen machen, also genau eine Zahl oder genau keine Zahl, also Whitespace oder Buchstabe kann man hier schreiben. Und dasselbe natürlich auch noch mit den Buchstaben. Genau ein Buchstabe oder genau kein Buchstabe. So, jetzt kann ich wie bei mathematischen Ausdrücken hier, kann ich immer noch angeben, zum Beispiel Klammern und dann hier irgendwas reinschreiben. Also A bis Z. Und wenn ich da jetzt irgendwie, also das wäre jetzt genau alle kleinen Buchstaben. Und wenn ich jetzt das hier irgendwie verwenden möchte, zum Beispiel habe ich hinten dran noch LLO oder sowas, oder A-L-L-O, dann habe ich hier genau irgendwie ein kleiner Buchstabe und danach A-L-L-O. Und jetzt kann ich hier hinten dran immer noch irgendwelche Sachen angeben, die sich hier drauf beziehen. Das heißt, ich kann sowas machen wie, ich gebe eine Anzahl an. Und zwar, es müssen genau 3 oder 4 oder 5 feste Dinger hier sein. Also das heißt, es muss irgendwie 5-mal vorkommen. Das bezieht sich jetzt auf die gesamte Klammer. Das heißt, am Ende, ich mache mal nur 2, damit es nicht ganz so viel zu schreiben ist, da müssen wir hier irgendeinen kleinen Buchstaben haben, also zum Beispiel A, A, L, L, O und dann nochmal irgendeinen kleinen Buchstabe. Das kann wieder ein anderer kleiner Buchstabe sein, das muss jetzt nicht derselbe sein, also zum Beispiel B, A, L, L, O oder Hallo, achso, halt, stopp, wir haben nur 2. Und jetzt muss die komplette Klammer natürlich 2-mal direkt hintereinander sein. Das heißt, dieses Ding würde zum Beispiel hierauf matchen. Es würde aber auch hierauf matchen oder hierauf oder, ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also einfach diese komplette Klammer 2-mal schreiben. Und das kann ich natürlich auch auf einen einzelnen Buchstaben machen, also oder auf irgendeinen normalen Ausdruck. Also sowas wären einfach 2 irgendwas Zeichen, also Kleinbuchstaben. Das kann ich mit dieser Menge hier benutzen. Wenn ich jetzt in einer Klammer zum Beispiel mehrere Elemente hintereinander haben möchte, dann mache ich das mit so einem komischen geraden Strich. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, und noch alle Großbuchstaben kann ich auch schreiben. Und ja, das wären jetzt 2 irgendwelche Buchstaben, das heißt 2 kleine oder große oder irgendwie ein kleiner und ein großer in jeglicher Reihenfolge. Das wäre diese Regular Expression hier. Wunderbar. So, aber Anzahl kann ich noch anders angeben. Und zwar mit Fragezeichen sage ich, es muss genau einer oder keiner sein. Das heißt, entweder, ich mache das mal wieder mit nur genau einem Buchstaben. Das heißt, das hier wäre jetzt ein A oder kein A. Also, sowohl das wäre gültig, als auch das wäre gültig. Also wirklich leer geht auch. Dann hab ich einen Stern. Das heißt, es ist entweder kein A da, es ist ein A da oder 2 oder 3 oder 4 oder beliebig viele A's. Also irgendwie beliebig viele A's. Aber Achtung, je nachdem wie viele A's ich hier hab, fallen die natürlich weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier sagen wir mal Hallo hab oder das hier hab und ich mache hier in meiner Regex hinten dran, mache ich ein A Stern draus. Dann bedeutet das, wenn ich jetzt hier in meinem Wort H-A-A-A-L-L-O habe, dann fallen hier alle A's raus. Das heißt, die sind alle abgedeckt durch dieses A-Stern. Vorsicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, A-Stern A habt, dann müsst ihr hier irgendwie noch ein A hinten dran haben. Das heißt, dieser Stern dürfte theoretisch nur bis hier gehen. Er wird auch gematcht jetzt in dem Fall. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach, das zu matchen. Also es ist wirklich nicht so einfach, diese Regex-Dinger zu darzustellen. Aber das wird jetzt auch normalerweise als Plus geschrieben. Das heißt, wir haben mindestens ein A, aber beliebig viele. Also wir können auch 100 oder 1000 A's haben. Dieses Ding hier lässt sich auch anders darstellen. Und zwar kann man das auch wieder mit dieser Menge darstellen. Und zwar A. Und dann haben wir wieder diese Menge. Und jetzt sagen wir hier 1 oder beliebig viele. Und das ist eben dieses Komma und keine Zahl hinten dran. Also so sieht dann mindestens 1 aus. So sehe mindestens 3 aus. Und der Stern sehe so aus. Also A von 0 bis unendlich sozusagen. Und jetzt gibt es eine kleine Unterscheidung, je nachdem welche Sprache ihr benutzt, bedeutet 3,5 oder sowas, bedeutet entweder zwischen 3 und 5, also entweder 3 oder 4 oder 5 A's,
Aber es gibt auch Programmiersprachen, da bedeutet das jetzt hier 3 oder 5 A's. Und wir werden hier die Schreibweise 3 oder 5 A's benutzen, weil ich die tatsächlich häufiger kenne. Ja, das sind so die Standardelemente von Regex. Wir werden wahrscheinlich nächstes Mal noch ein bisschen mehr machen zu Regex. Aber ich möchte euch heute noch kurz ein kleines Beispiel geben dazu. Und zwar, wir wollen uns mal kurz angucken, was das hier ist. Also Backslash Hashtag bedeutet so viel, oder Backslash Raute bedeutet so viel, wie da steht, genau eine Raute. Das ist einfach ein Sonderzeichen, das maskiert ist. Wenn wir jetzt hier sagen, A bis F, und dann konkateniert oder entweder oder. Das ist im Endeffekt genau, das ist ein oder. Das soll natürlich ein kleines f sein. A bis f, wieder ein oder. 0 bis 9. Und hinten dran 3,6. So, jetzt dürft ihr mal kurz überlegen, was das hier sein könnte als Regular Expression. Das könnt ihr jetzt mit dem Wissen, was ihr in diesem Video bekommen habt, könnt ihr das matchen und könnt mal überlegen, was das wohl darstellen kann. Und jetzt dürft ihr mich pausieren. Jetzt geht's weiter mit der Auflösung. Und zwar, ich habe euch gesagt, das hier vorne steht auf jeden Fall für diese Raute. Und danach kommt entweder ein kleines A bis F oder groß A bis F oder eine Zahl 0 bis 9. Das heißt, sowas wie A, 0 oder 9 oder sowas. Und dann 3 oder 6 Buchstaben, also sowas wie F, 0 und 2. Was ist das wohl? Naja, das stellt euch hexadezimale Farben dar. Und die sind immer entweder A bis F oder 0 bis 9, also sozusagen hexadezimal. Und zwar genau 3 bzw. 6 Stellen lang. Das heißt, sowas wie F, F, F wäre drin. Das steht dafür komplett weiß, während 0, 0, 0 oder 0, 0, 0, 0. So kann man, also man kann es wirklich in beide Richtungen schreiben. Das wäre komplett schwarz, während ja RGB, also das hier, wäre R. 0, 0 wäre dann komplett rot, das wäre komplett grün und das wäre komplett blau. Nur als Beispiel, also das wären einige Farben, die man hiermit darstellen kann. Das umfasst wirklich alle Farben, die man mit regular, normalen Farbcodes eigentlich darstellen kann. Und ja, das ist irgendwie eine relativ coole Regular Expression, weil man die einfach komplett in eine Zeile klatschen kann. Man kann überprüfen, handelt es sich hierbei um eine gültige Farbe oder nicht. Also nur so als kleines Beispiel. Okay, das war's von meiner Seite und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.